Grüß euch Leute, der Antrieb immer die Arbeit der Regierung anzuschauen ist bei mir halt so, ja, es ist halt immer vieles, was nicht in Ordnung ist, wie zum Beispiel die Menschen, die sich nicht impfen lassen, das Geld zu kürzen oder gar zu sperren. Da hat sich der Arbeitsminister eigentlich wirklich wenig an Gefallen getan. Ein Arbeitsgeld darf nicht gesperrt werden, beziehungsweise Arbeitslosengeld darf nicht gesperrt werden und das Sozialgeld darf auch nicht gesperrt werden. Was bildet sich ein Arbeitsminister ein? Nur weil er glaubt, man müsse den Menschen zu etwas zwingen, dass er auf dem hohen Pferd draufsteigt. Lieber Herr Kocher, beruhigen Sie sich, weil Ihre Hysterie, davon hat keiner was. Und ich möchte es noch einmal betonen, lieber Herr Kocher, das ist nicht Ihr Job, zu entscheiden, ob man geimpft wird oder nicht. Sie sind für Arbeit zuständig. Und wenn Sie den Menschen das Sozialgeld oder das Arbeitslosengeld wegnehmen, guter Herr, ich glaube, Sie legen sich damit die Falschen an, würde ich mal sagen. Und es wäre wirklich mal an der Zeit, darüber nachzudenken, ob man jetzt hier kaltherzig ist oder warmherzig. Und ich möchte ehrlich hinweg sagen, Sie machen sich wenig Gefallen an dieser Aktion, nämlich gar keinen. Und so viel dazu und danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Um hier noch einmal es klarzustellen, ich beobachte das Geschehen der Regierung, weil es ist einfach sehr traurig, dass der Herr Kocher nicht einmal an die Menschen nachdenkt, die selbst entscheiden wollen, ob sie geimpft werden wollen oder nicht. Solche Menschen wie ein Herr Kocher, denen glaube ich gar nichts, weil es hat weder Sinn noch Zweck, den Menschen zu drohen, dass Arbeitslosengeld zu kürzen oder die Sozialhilfe zu kürzen, das hat keinen Sinn. Und lieber Herr Kocher, auch wenn Sie mir nicht antworten, ich weiß, dass Sie mir nicht antworten, weil Sie ein schlechtes Gewissen haben. Hören Sie auf, die Menschen auszuspielen, weil es darf nicht wahr sein, dass man hier ein Spiel mit den Ungeimpften macht. Das ist genauso, wie wenn jetzt Borussia Dortmund gegen Schalke spielen würde und nur mit dem Unterschied, dass eine Mannschaft nur gewinnen kann. Und ich möchte von Ihnen, Herrn Kocher, dass Sie sich der öffentlichen Diskussion stellen und diese Beschlüsse, die Sie vorhaben zu machen oder die Gesetzesänderung, dass sie einfach sagen, ich nehme es alles zurück, wir leben in Freiheit. Und lieber Herr Kocher, ich kann Ihnen wirklich den Zahn ziehen. Wenn Sie den Menschen die Gelder kürzen, kann ich Ihnen nur sagen, dass Sie dann die Quittung bekommen, wo der Mensch noch was zu zahlen hat, wenn Gelder gekürzt werden. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Weil es kann nicht wahr sein, dass Sie hier ein Spiel spielen, was eigentlich nicht erlaubt ist. Und ich wette mit Ihnen, da werden sich ein paar Juristen damit befassen, weil man kann nicht einfach die Menschen ausspielen. Schämen muss man sich für das Land.